Die Feuerwehr Köln wurde um 15.25 Uhr über Notruf darüber verständigt, dass der Fahrbetrieb der Rheinseilbahn abrupt stoppte. Daraufhin haben wir Kräfte entsendet. Diese haben festgestellt, dass eine Fahrkabine im Bereich des vorderen Fahrwerkes entgleist ist. Und wie sieht es jetzt mit der Kabine aus? Droht die abzustürzen? Also eine Absturzgefahr besteht nicht. Die Kabine ist nach wie vor in den sogenannten Tragseilen. Ein Absturz ist ausgeschlossen. Aber Sie müssen jetzt die Personen dort oben raus retten oder kann man die Seilbahn weiter in Betrieb lassen? Nein, die Personen müssen gerettet werden. Die Rettungsmaßnahmen laufen auch. Das wird sichergestellt dort, wo es erreichbar ist, über Drehleiter in der Feuerwehr. Und alle anderen Bereiche, wie auch die betroffene Kabine, von der wir sprachen, dort wird die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Köln tätig. Das heißt, sie seilen sich ab, sichern die Personen und dann geht es gemeinsam mit den Personen über das Seil Richtung Boden. Das heißt also, Sie müssen jetzt alle Gondeln evakuieren? Ja, das ist richtig. Laut Aussage der KVB ist eine Wiederaufnahme des Fahrbetriebes ausgeschlossen. Das heißt, aktuell alle im Betrieb befindlichen 32 Gondeln mit ca. 100 betroffenen Personen müssen durch die Feuerwehr geräumt werden. Das heißt, dort werden jetzt sukzessive die verschiedenen Höhenrettungsgruppen tätig, um alle Personen abzuseilen. Und welche Kräfte haben Sie jetzt noch überörtlich alarmiert? Genau, es sind neben der Kölner Feuerwehr aktuell angefordert eine Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Aachen, eine weitere Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Düsseldorf. Darüber hinaus Hubrettungsgeräte, sprich Drehleitern oder ähnliche Fahrzeuge, die größere Höhen erreichen, von der RWE Werkfeuerwehr. Und im Moment laufen noch Anfragen in Richtung Flughafen Köln-Bonn. Ja, zuallererst möchte ich mich natürlich bei den betroffenen Personen oben in ihren Bahnen in aller Form entschuldigen, dass das heute passiert ist. Die Rheinseilbahn ist nach wie vor, die Kölner Seilbahn ist nach wie vor nach meinem Dafürhalten eines der sichersten Verkehrsmittel, die wir in Köln haben. Warum das heute so passiert ist, können wir uns im Moment auch noch nicht erklären. Fakt ist, das Hilfsseil, was in der Mitte zwischen den anderen vier Seilen läuft, hat sich um eine der Kabinen gewickelt und hat dadurch ein Fahrwerk entgleisen lassen. Das ist im Moment die erste technische Bulletin, was wir rausgeben können. Im Grunde genommen müssen wir nachher, wenn wir die Kabine unten haben, dann nochmal klären, wie das dazu kommen konnte. Weil nach mittlerweile über 50 Jahren ist sowas noch nicht vorgekommen. Deshalb werden wir dann nochmal die Schadensanalyse sehr sauber machen müssen, was ist denn da passiert. Gut, ich brauche den auch den Ton, tut mir leid. Ja, bin eigentlich so weit. Die Seilbahn ist ja nach dem letzten Vorfall gründlich untersucht worden. Ja. Der letzte Vorfall war was ganz anderes, hatte mit dem jetzigen Vorfall absolut nichts zu tun. Da sind wir auf der Stütze 2 entgleist, da ist der Entgleisungsschutz, hat sich unter das Tragseil drunter gehakt. Vor diesem Hintergrund ist damals das komplette Fahrwerk überarbeitet worden. Wir haben also auch Gutachten machen lassen. Das ist damals durch Wind entstanden. Heute ist kein Wind. Woher das jetzt entstanden ist, um dieses Seil, das sich um das Fahrwerk gewickelt hat, können wir im Moment noch nicht zu sagen. Müssen wir ganz genau untersuchen. Hat aber nichts mit dem zu tun, was im Oktober 2014 passiert ist. Haben wir ja lange noch hier.
wird dann zu kuppeln, wenn die Leute alle raus sind. Aber die können sich schon mal vorbereiten, sich eine Tätigkeit machen. Also haben sie dann ein bisschen Verständnis und sie da irgendwie so ganz, ganz hinten erwartet.
Ja, herzlich willkommen zur dritten Pressekonferenz an der Einsatzstelle Rheinseilbahn. Es ist 19.45 Uhr. Die Feuerwehr kann Erfreuliches vermelden. Von den insgesamt 32 Gondeln sind 28 leer. Das heißt, die Personen wurden gerettet. In vier Gondeln befinden sich noch Personen. In allen Gondeln ist die Feuerwehr. Die Personen werden dort betreut und die Rettungsmaßnahmen werden eingeleitet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind gut 60 Personen durch die Feuerwehr gerettet worden. Für diese Personen ist ja ein Betreuungsplatz eingerichtet. Dort werden die medizinisch durch Notärzte untersucht, weiterhin betreut. Denen geht es soweit gut. Das heißt, da sind keine Verletzten zu melden. Die Belastung der Personen, die sich noch in den Gondeln befinden, jetzt nach gut 4 Stunden Einsatzdauer, die nehmen natürlich zu. Wir können aktuell 2 kleinere Vorfälle vermelden. Eine junge Dame, Mitte 30, in der Frühschwangerschaft, hat nach Rettung Kreislaufprobleme bekommen. Diese wurde vom Rettungsdienst behandelt und ist in ein Kölner Krankenhaus zur weiteren Versorgung transportiert. Dass es sich dabei um eine beginnende Geburt handelte, das können wir nicht bestätigen. Des Weiteren klagt eine Person auch über Kreislaufbeschwerden. Da ist auch die Feuerwehr vor Ort. Das ist nicht kritisch. Die Person ist stabil und wird in Kürze gerettet. Ja, und was ist noch erfreulich? Wie gesagt, es sind noch 4 Gondeln, wo sich Personen drin befinden. Wir bereiten uns grundsätzlich auf die Nacht vor. Das heißt, alle Maßnahmen für Beleuchtung und so weiter, die sind getroffen, die sind in Vorbereitung. Aber wir gehen davon aus, dass wir es doch noch im Hellen schaffen. Der Einsatz ist bisher gut gelaufen. Das Zusammenspiel mit den überörtlichen Kräften funktioniert. Wir haben mittlerweile auch Spezialfahrzeuge hier von RWE, von der Werkfeuerwehr. Wir haben von Dortmund, von den Kollegen, ein spezielles Hubrettungsfahrzeug. Das sind Spezialfahrzeuge, die nicht bei jeder Feuerwehr vorgehalten werden müssen. Wir arbeiten so eng zusammen, dass ein Anruf genügt und die Fahrzeuge fahren auch in andere Gemeinden. Das ist auch bei uns so üblich. Wir waren zum Beispiel heute Morgen zur Wasserrettung im Rhein-Sieg-Kreis mit unseren Tauchern. Das ist so üblich und wir sind froh, dass wir in dieser Gemeinschaft mit den anderen Kommunen zusammenarbeiten. Ich übergebe jetzt Frau Reker an Sie. Ja, mein großer Dank vor allen Dingen an die Kölner Feuerwehr, aber auch an alle anderen, die hier auf dem Boden, Höhenrettung, auf dem Rhein, Hilfe geleistet haben. Ich finde es sehr beeindruckend, in welch kurzer Zeit doch schließlich bisher die Rettung abgelaufen ist. Und ich bin auch jetzt zuversichtlich, dass vor dem Dunkelwerden dieser Einsatz abgeschlossen sein wird. Ich bin auch froh darüber, dass die Menschen, die ich bisher gesehen habe, die ich kennenlernen durfte, das ganz gut vertragen haben. Ein Kind hat schon ein Bild gemalt über seine Höhenrettung. Und ich hoffe natürlich, dass auch die Rettung jetzt weiterhin gut verläuft. Ich glaube, dass diese Zusammenarbeit auch in der Region vorbildlich ist und dass wir das als Beispiel nehmen sollten, weil uns das insgesamt alle eine ganz große Sicherheit gibt, dass wir füreinander einstehen in der Region.